So, und willkommen zu einer neuen Folge hier auf Gaming. Martin, mein Name. Limbo Teil 3 steht an. Wir sind in der letzten Folge verblieben, nach rechts als auch nach links gehen zu können. Und da rechts der offensichtliche weiterführende Weg ist, gehen wir erst einmal nach links. Doch da scheint nichts außer Schrott zu sein. Auch Limbo, oder wie wir mittlerweile wissen, zu Deutsch Limbus, ist von Abfall nicht gescheut. Kommen wir da hoch? Nein. Das ist alles Hintergrund und das hier scheint Vordergrund zu sein. Oh, Junge, ob du so weit springen kannst? Wollen wir es wagen? Na? Aber gerade so. Tja, wir sind immer noch auf dem Weg, unsere Schwester zu finden. Okay. Die hier offensichtlich verschollen ist und sind mittlerweile auch anderen Menschen begegnet, die uns liebend gerne umbringen wollen. Und hier scheint deren Wohnsiedlung zu sein, so wie das aussieht. Oh Mann, ich hab doch gedrückt. Verdammt. Gut. Dann eben noch einmal von vorne. Da wir eine Seele sind, sollte das kein Problem sein mit dem Respawn. Also noch einmal den weiten Sprung, der glücklicherweise gelingt. Tja, und wir wissen halt nicht, warum uns diese Leute, die uns unbekannt sind, wir kennen sie nicht. Und sie dürften uns auch nicht kennen, unbedingt umbringen wollen. Die lassen sich dafür allerlei Mittel einfallen, rollen brennende Steine, Reifen, Fallen, Stampfer, mal von den ganzen natürlichen Gefahren hier abgesehen, wie die Sache mit dem Wasser. Oh Junge, mach mir keinen Kummer. Und die Sache mit der Spinne, die wir mittlerweile hinter uns gebracht haben. Wobei man an der Stelle natürlich auch sagen kann, die Sache mit dem Wasser, da sind wir selber schuld. Wir haben nämlich den Regen fabriziert. Und da haben wir schon die nächste natürliche Gefahr. Elektrizität. So, ich frage mich gerade, ob wir hier runterklettern können. Tatsächlich. Und da unten geht es auch weiter. Dann schauen wir doch mal, ob wir es schaffen, darüber zu springen. Ich denke nicht. Wir werden wohl oben drüber entlang müssen. Das Ganze scheint nicht zu funktionieren. Moment, da ist ein Schalter. Links ist es jedoch etwas nach unten versetzt oder verlagert. Ich denke nicht, dass das gehen wird. Aber wir probieren es trotzdem. Lauf, Junge, lauf, lauf, lauf. Und... Oh. Leider nicht mit dem Auge am Nagel hängen geblieben. Dann hätten wir vielleicht noch eine Chance. In diesem Falle aber... Nein. Hat nicht geklappt. Pech gehabt. So, rüber mit dir. Es war zu früh. Ich denke, dass auch hier das Zeitfenster sehr knapp bemessen ist. Da haben wir schon die ein oder andere Erfahrung machen können. Besonders in der letzten Folge die Sache mit dem Wasser. Okay. Und jetzt? Wunderbar. So, jetzt aber. Heute. Nein, nicht darunter! Ah, wir sind hier nicht gerade die Geschicktesten am Start. Guck mal, wie er seine Arme noch schwingt. Also gut. Das war super. Das nicht! Jetzt dachte ich schon, das O des Hotels. Und ich habe echt meine Zweifel, ob das ein gutes Hotel ist. Rollt noch nach links ab, dann hätte es uns ja regelrecht zerquetscht. Och, nicht schon wieder. Gut. Alle guten Dinge sind drei. Und los. Sehr schön.
rüber und... Wie gesagt, das Zeitfenster ist sehr knapp bemessen. Ist halt ein Geschicklichkeitsspiel. Und wer seine Freude daran hat, den kann ich das hier auch sehr empfehlen. Wunderbar. So, diesmal bleibst du aber oben. Ach, sieh an. Guckt mal, das... Oh, das dreht sich. Was mir aber auch ein Rätsel ist, muss ich sagen. Denn ich sehe nicht, dass es in der Mitte irgendwie befestigt ist. Naja, gut. So, was ist mit dir? Du gehst nicht aus. Darüber kommen wir auf jeden Fall nicht. Dann lassen wir uns hier mal runterrollen. Ich möchte nicht unbedingt vom Schwung am Haar landen. Und wie Tarzan schwingen wir uns darüber. Wunderbar. Damit wäre auch schon die Frage von vorhin beantwortet, wie wir an den Schalter kommen. Sehr schön, das hat doch wunderbar geklappt. Keinerlei Probleme. Und damit geht es auch schon wieder über das Hotel hinweg. Und auf dem T ab zum E und zum L, das sich auch bewegt. Okay. Da haben wir einen Pfeil, der uns sagt, wir müssen hier runter oder auch nicht. Mensch, jetzt hätte ich gedacht, wir müssten da runter. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Mehr Glück als Verstand im Spiel. Tja, und die Häuser, die scheinen bewohnt zu sein, auch ziemlich groß, wie wir im Hintergrund sehen. Das ist wohl eine richtige Stadt. Ich meine, wenn es da auch ein Hotel gibt... Oh oh. Vorsichtig. Da frage ich mich wirklich zunehmend, was das hier auf sich hat. Was die Leute hier machen. Ein Spiel mit viel Interpretationsfreiraum. Da oben ist nichts mehr. Nein. Rollst du? Eventuell schon von selbst darüber? Nein. So, dann hier auf, nach oben. Und rüber. Knapper geht's auch nicht, oder? Und rüber. Super. Mensch. Aber immerhin eines muss man im Spiel lassen. Die Gameplay-Mechaniken, die hier zum Einsatz kommen, sind ein wenig repetitiv. Was zu unserem Glück ist. Denn sonst wären wir da wahrscheinlich runtergestürzt. Man kann da aus der Erfahrung des bisher Geschehenen schon seine Vorteile ziehen. Und da ist wieder solch eine Larve, die uns nicht wohlgesonnen ist. Sie hat schon mehrfach zu unserem Tod geführt. Zu unserem Pseudotod, möchte man meinen. Immerhin sind wir hier in Limbo. Oh Mann. Und da fällt es noch ein wenig nach rechts, runterrutschend. Hätte uns beinahe erwischt. Tja, jetzt zeigt der Fall nach oben. Und da ist ein Seil. Kommen wir da hoch? Tatsächlich. Sieht ein wenig nach Hintergrund aus. Aber weiter geht es auch nicht. Tja, das Seil bleibt uns wohl verwehrt. Und hier noch einmal hoch. Die Eimer können wir nicht mitnehmen. Nein. Gut, dann gehen wir zu der Larve. Denn sonst hätte ich mir den Eimer auf den Kopf gestülpt. Wenn ich der Unbekannte wäre. Aber das bin ich ja nicht. Stattdessen lässt man sich lieber sowas hier in den Kopf rammen. Und jetzt sehen wir auch schon den Vorteil, den wir uns erarbeitet haben. Denn wir wären hier vermutlich draufgegangen. Übelst brutal erschlagen von Gerümpel. Den andere Leute rücksichtslos haben liegen lassen.
Tja, und die Larve verhindert, dass wir in die andere Richtung laufen können. Wir können ein wenig langsamer laufen, ein wenig schneller laufen, wir können immer noch springen. Und wie wir neuerdings auch herausfinden konnten, an Leitern uns durchaus an Ort und Stelle halten. Das heißt, hier jetzt mit wachem Auge vorangehen, sonst begegnet uns eine Falle, die unser Ende bedeuten könnte. Was gleichermaßen auch unser Neustart wäre. Ach ja, Limbo, du bist eine Welt, wie man sie wohl kein zweites Mal erlebt. So, hier haben wir eine Kiste links. Was ist das hier? Okay. Hätte sein können, dass die Stacheln auf dem Boden uns Probleme machen. Hier geht es runter. Alles auch wieder sehr metallisch. Da hinten schwebt was im Hintergrund und da werden wir einmal einen fetten Sprung hinlegen müssen. Noch einmal. Das geht ja immer weiter. Oh, guckt mal, das wippt. Das heißt, hier schnell rüber. Sonst sind wir zu tief gesunken. Ein Knopf, wie es aussieht. Da hüpfen wir mal drüber. Hoffentlich war das jetzt kein Fehler. Oh oh. Ich glaube, es war ein Fehler. Mensch, das ist echt unangenehm. Überaus unangenehm. Probieren wir unser Glück. Da wurde ihm das Bein abgesägt. Meine Güte. Ei, das ist schmerzhaft. Da spreche ich jetzt nicht aus Erfahrung, nein, aber ich denke, wir können uns da alle gut hineinversetzen. Dann gehen wir jetzt doch mal auf den Knopf und halten uns zurück. Wir wollen nicht erschlagen werden von der Kiste. Und drüber. Wunderbar. Der Funkenregen sieht sehr schön aus. In der Dunkelheit. Das helle Leuchten. Können wir hier rüber? Nein. Wenn ihr mich fragt, warum ich das gemacht habe, dann kann ich euch sagen, dass meine Hand schneller war als mein Kopf. Den Satz, den ich da gesagt habe, der war eine Ausrede. Ehrlichkeit währt immer noch am längsten, möchte ich meinen. Aber wir haben ja hier die Sache mit dem Checkpoint am Start. So, und dann geht das hier auch schon rüber auf den wippenden Balken, der wohl ziemlich schwer sein muss. Tja, und den werden wir wohl wie eine, na, es liegt wohl nahe, wie eine Wippe hin und her wippen lassen müssen, um uns hochwippen zu können. So, und jetzt hier rüber. Sehr schön. Das hat doch auf Anhieb funktioniert. Da wackeln beide, oder? Kann das sein? Tatsächlich. Und drüber. Sehr schön. Ah, das ist eine schöne Passage, die gefällt mir sehr gut. Da könnte man eine längere draus machen, wie ich finde. Und hier haben wir auch schon Schalter. Hat, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, einiges gedauert, bis ich das gerafft habe, dass das hier Schalter sind. Die Pfeile sind dann nicht unbedingt aussagekräftig genug. Und dann sind wir auch hier oben. Hier haben wir noch einmal was zum Festhalten. Guckt euch mal an, wie die Kette sich verhält.
Also schick gemacht. Ich weiß noch nicht, ob das tatsächlich so wäre in der Realität. Weil dieses Gewicht hier, das ist doch wohl ziemlich schwer. Können wir uns eigentlich da dran hängen? Er hängt sich dann an den Abgrund gewissermaßen fest, nicht an den Griff selbst. Was war das? Okay. Glücklicherweise nicht ganz durchgebrochen. Da hinten ist ein Kran. Und hier haben wir einen Hebel. Mensch, ich habe schon wieder Sorge, dass ich hier was auslöse, was uns den Pseudotod kostet. Das tickt schon so. Okay. Und tot. Nein, wir leben noch. Spaß beiseite. Wir kommen nur nicht da hoch. Für die paar mehr Zentimeter hat es nicht gereicht, oder wie? Gut, dann werden wir uns hier eine Erhöhung suchen müssen. Und wir wissen ja, da drüben war eine Kiste. Dann werden wir dich hier, Moment, runterlassen, um die Kiste hochtransportieren zu können. Und hab's. So, Kiste. Dann wäre das schon mal erledigt. Ohoho. Das wäre beinahe in die Hose gegangen. Ah, ich sehe schon. Jetzt kriegen wir die da nicht hoch, nicht wahr? Okay. Und die ist auch schwerer als wir selbst. Das heißt, wir brauchen ein anderes Gewicht. Ein schwereres Gewicht. Was passiert eigentlich, wenn ich den Hebel noch einmal umlege? Okay, dann geht das wieder hoch. Das heißt, da werden wir uns auch beeilen müssen. Dich werden wir hier stehen lassen. Du wärst doch ein Gewicht, oder? Dich kriegen wir da nicht rüber. Das heißt, wir lassen den Fahrstuhl runter. Nein, nein. Jetzt hier im Moment hoch. So, und jetzt runter. Oh, oh, oh. Wie weit gehst du runter? Und warum rutschst du? Okay. Dann müssen wir dich hier zurückholen. Und jetzt werden wir von der Kiste erschlagen, wenn sie da runterrutscht. Das wär's ja, Mensch. Das wär's echt. Nicht. So, damit wäre das auch gelöst. Sehr schön. Ein wenig denken ist hier auch angesagt. So, und da geht's dann hoch. Checken wir die Gegend erst einmal ab. Denn wir wissen, Vorsicht ist hier besser als Nachsicht. Das war aber ein kräftiger Schwung. So, und hoch mit dir. Sehr schön. Dann schwingen wir uns schon einmal. Was ziemlich gut funktioniert dafür, dass es hier nach oben geht, gleichzeitig. Okay, da rechts haben wir schon gesehen, eine weitere Kiste. Aus einem uns bekannten Szenario. Da hinten wird dann vermutlich ein Zahnrad sein. Und die Kisten dürfen wir dann wohl nach oben stellen. Also aufeinander stapeln. Tja. Das heißt, wir müssen eine Kiste zuerst runterholen, sie unter den anderen manövrieren, unter den anderen Greifer,
und diesen dann lösen. Die Frage ist nun, welche zuerst? Holen wir dich runter? Ziehen wir dich zurück? Das Zahnrad kommt näher. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Kiste nicht kaputt geht, ist größer. Also holen wir dich hier zuerst runter. Das Zahnrad. Die Kreissäge ist glücklicherweise recht langsam. Beinahe erschlagen. Vielleicht hätten wir dich hier schon früher auslösen müssen. Ich befürchte ja. So, jetzt. Ah, ich glaube, das wird zu knapp. Das ist zu knapp. Und da beschleunigt es. Alter, guckt euch das an. Mann, das ist echt brutal. Okay, dann werden wir dich hier auslösen. Das hoffentlich einigermaßen gut getimt haben. Ziehen. Nein. Oder? Boah, knapp. So, jetzt aber fix. Komm, hoch. Oh. Und da verliert er den Kopf. Bloß nicht den Kopf verlieren, Junge. Bloß nicht den Kopf verlieren. Das wäre doch gelacht. Da ist die obere Kiste leider einen Ticken nach rechts abgerutscht. Das war nicht einkalkuliert. So, du. Und rüber. Ach, meine Güte. So, jetzt gucken wir mal. Du beschleunigst hier jetzt. Ob der uns noch kriegt? Ja. Aber nur die Arme. Nur die Arme. Mehr kriegt er nicht. So, jetzt hier, alle guten Dinge sind drei, schon lange vorbei. Man weiß, wie es geht, nur es will nicht funktionieren. So, jetzt hier rüber. Das war schon recht knapp. Wunderbar. Manchmal habe ich den Eindruck, er kann nicht so weit springen und dann kann er es doch wieder. Da lasse ich mich wohl zu leicht täuschen. Wir sind wieder im Wald und irgendwas ist da vor uns weggerannt. Naja, nicht im Wald, auf einer Wiese waren wir. Und irgendwas ist da gerade weggerannt. Das habt ihr doch auch gesehen, oder? Im Gegensatz zu mir, ich sehe hier gerade nichts. Vielleicht gehen wir, wenn wir können, erst einmal die Leiter hoch. Ich befürchte nur, die wird nicht halten. Das ist echt heikel. Was ist denn das da? Sieht aus wie ein Hebel, den man drehen kann. Okay, da werden wir nicht zurück können. Dann gehen wir doch einmal in die Dunkelheit da unten. Und die Leiter hält doch mehr, als man dachte. So. In der Hoffnung, dass es nicht unser Tod ist. Es fehlen nur noch andere Augenpaare, die hier aufblitzen. Okay. Da mussten wir ein Hindernis überwinden. Ach, sieh an. Wo sind wir denn hier gelandet? Das sind Kerzen, oder? Mystisch. Hier ist ein Hindernis. Aber das ist doch echt schön hier, ne? Wenn das Licht einfällt mit den Kerzen, die Frage ist nur, wer hat die Kerzen angezündet?
und irgendetwas verursacht hier Geräusche. Ich kann mir gut vorstellen, dass das hier auch wieder eine Sache des Timings wird, gerade mit dem Hindernis. Dass man gucken muss, dass man da möglichst schnell durchkommt, man dieses Geräusch hey. Ich habe ja auch wieder Kopfhörer auf. Da ist das schon als so, als dass man den Eindruck hätte, dass etwas direkt neben einem wäre. Gruselig. Und da haben wir offenbar das Etwas, das davon geflohen ist. Du hast uns entdeckt, oder? Ja. Na, guck an. Der reagiert offenbar nur auf Bewegung. Die Frage ist, was wir mit ihm machen. Okay, spätestens da wäre ich wohl weggerannt. Gucken wir mal, ob wir dich einfangen können. Okay, das war gerade irgendwie asynchron, aber okay. Okay, okay, okay. Nun. Ah, guck an. Wir können uns da. Was ist? Geht doch auf die Leiter rüber. Ich kann mich nicht bewegen. Boah, muss ich ihm unbedingt das Bein abreißen? Meine Güte, ich hätte mich doch auch einfach loslassen können. Das arme Bein. Guckt euch das an. Es liegt da. Mutterseelen allein. Insektenseelen allein. Mensch, dieses Bein tut mir jetzt aber echt leid, hey. Tut mir leid, Bein. Aber ich muss jetzt weiter. Wir sehen uns. Wir behalten es jetzt für uns, dass das in gewisser Weise nicht der Wahrheit entsprach. Und wir haben auch keine andere Wahl. So, hier. Oh. Mich gerade erschrocken, Mensch. So viel dazu. Und plötzlich haben wir hier wieder wahnsinnig viel Lärm. Erst der Schock mit dem Bein und dann das hier. Oh, da braucht man echt Nerven. Okay. Da oben sind zwei Kisten, da hinten ein Hebel. Hier ist noch ein ziemlich großer Hebel. Hier können wir offenbar irgendwas. Ach, das ist ein Zahnrad, okay. Vielleicht kriegen wir dich in Bewegung gesetzt. Komm wieder hoch. Nein, natürlich nicht. Gut, wir brauchen offensichtlich ein Gewicht. Da links war ja nichts mehr. Aber wir haben hier auch eine Leiter. Ist das da oben ein Fenster? Kann man also davon ausgehen, dass alles hier ein einziges riesiges Gebäude ist? Eine Fabrik gewissermaßen. Ich hätte gedacht, das wäre einfach nur die Ferne. Kann ich dich nicht bewegen? Nein. Die Ferne. Das alles hier wäre voll mit Nebel gepumpt. Folge, dass man einfach nicht in die Ferne gucken könnte. Da wohl auch mein Irrtum. Da können wir rüber, okay. Euch können wir ziehen, aber nur bis zur Blockade. Gut, dich muss ich rüberziehen, um drüber hinwegzukommen. Und damit meine ich nicht die Sache mit dem Bein. Auch wenn es schwer fällt. Okay, ein Hebel oder Schalter. Probieren wir unser Glück.
Ich nehme an, wir müssen jetzt ganz. Ach so. Okay. Also auf Ausgangsposition. Das war knapp. Da hätten wir uns beiden das Genick gebrochen. Die Dinger müssen ziemlich massiv und schwer sein. Also man merkt das auch, wenn man sie bedient. Das sieht nicht nur so aus. Das ist eigentlich ganz schick umgesetzt. Jetzt ist die Frage, wo der Reifen hin ist. Also zumindest sind die wohl deutlich schwerer als unser kleiner Unbekannter hier. Ah ja, du bist hierhin gerollt. Dann werden wir dich wohl dahin rollen lassen müssen. So richtig rund bist du aber nicht, oder? Ach, okay. Die Frage ist natürlich, ob die Kiste das überhaupt. Na danke auch. Ob die Kiste das überhaupt aushält. Die ist ja aus Holz. So, noch einmal. Was ich ja gerne gerade wissen möchte, ist, ob das Ding uns erschlägt. Nein. Immerhin. Ein bisschen halten wir ja was aus. Ich denke, jedes Mal, er kann sich da noch dran halten. So, nochmal von vorne, dann haben wir auch zwei Versuche. Denn ich möchte nicht von der Seite das Ding darunter ziehen müssen. Anders ging es ja im Grunde auch kaum. Okay. Jetzt haben wir die Kiste drunter. Runtergeschafft haben wir sie. Und dann auch gleich rechts ab damit. Sieh an, jetzt kommen wir auch hier hoch. Und haben einen ziemlich großen Schalter vor uns. Der ist fast so groß wie wir selber. Und was es damit auf sich hat, das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Geh mal ein Stück da weg, ich trau dir nicht. Du hebst ja schon die Arme hin, als würdest du den gleich anlegen wollen. Gut, ich bedanke mich erneut fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid beim vierten Teil des Durchgenudels zu Limbo. Bis auf dann.